Ambandori, kennst du die Grundregeln? Dann beweis es mir. Okay, da können wir noch nicht weitermachen, aber hier können wir was machen. Und auch nicht, weil er einfach nicht da machen möchte, wie ich es gerne möchte. Dann machen wir einfach den hier erstmal K.O. K.O. Nein! So. Dann flecken wir das mal auf. Okay, 6 Minuten haben wir Zeit. 1, 2, 3, 4, 5. Oder so viel. Und hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was haben wir hier? Los! Was ist hier runter? Ich will es gar nicht wissen. Ich kann es vielleicht so auch zerstören? Nee. Nein, kommt her. 1, 2. 1, 2. Los, mach kaputt. Okay, ich brauche nur 160. Muss. Oshi, du kannst das hier machen. Und hier 1, 2, 3, 4. 5. Wunderschön. Warte, hieß es nicht, ich könnte das hier auch zerstören? Geh mal hier nochmal alle hin. Nein, ich kann hier nicht zerstören, aber da oben sind... Aber wie komme ich... Ah, von da komme ich dahin. Okay. Ja, überlege gut. Ja, wenn ich das vorher noch nicht gemacht habe, muss ich gucken, wie ich das mache. So, dann hier einmal. Einreißen. Mach mir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann einmal pflücken. So. Was können die Roten wegmachen? Er kommt runter.
schauen, während ihr das hier wegmacht. So, kommt her. Dann einmal hier. So, Poji, du bringst das hier weg. Er grabt hier schon mal. So. Sieben und ihr 1, 2, 3, 4, 5. Ach, guck mal, wir haben schon Bronze erhalten, das ist gut. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Okay, das ist jetzt blöd. Okay, ich glaube, das kriege ich jetzt nicht mal hin, oder? Komm schon, Silber will ich noch kriegen. Yay, Silber habe ich noch. Okay, Silber ist gut, Silber ist klasse. Unglaublich ist dann Dori, schockierend. Du hast den Rekord gebrochen. Nimm dies, 30 Rohmaterialien. Die gestandete Person ist ohnmächtig. Das ist unsere Chance, sie zu retten. Beim Dandori geht es um vorausschauendes Planen und effiziente Ausführung. Diese Prinzipien können auch im Alltag nützlich sein. Also Respekt, wer das auf 100% schafft. Also Platin und so. Bei den ganzen Klettern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. So, Pochi, du kannst mal gucken, ob du eventuell noch einen Schatz in der Nähe findest. Die Sidequests im Final Fantasy 16 werden gerade auch wieder anspruchsvoll. Treibhausländer läuft. Boss Rush Modus. So. Führe mich zum nächsten Schatz. Okay, hier scheinbar. Könnten wir nur auf die Visitenkarte Informationen der Laublinge zugreifen? Nun, vielleicht haben wir diesmal Glück. Nö. Nein, leider nicht. Angeblich ist hier doch irgendwo ein Schatz. Er sagt, hier sei ein Schatz. Ist vielleicht hier ein Schatz drin? Alle rein hier.
Wobei, bringt das alle weg? Hier sei angeblich irgendwo in der Nähe ein Schatz. Schau mich mal kurz hier um. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein. Warum steckst du hier aus? Machst du nach Pikmin 4 noch einen Pikmin 1, 2? Yep. Mach ich. Pochi, wo ist der Schatz? Okay, der ist hier. Aber die graben nicht. Naja, muss ich mal gucken, wie ich es morgen handhabe. Oder bist du zum Graben da? Nö. Oder hier? Mysterious. Aber hier, das sieht doch nach Graben aus. Muss ich mal gucken. So, wie viel haben wir die Karte jetzt erkundet? Mein Ziel ist es wirklich, die Karte noch auf 100% zu bringen. Und dann stehen wohl die Nachtexpedition an, um die ganzen Laublinge zu entlauben. Badumts. Aber ob Pikmin 1 und 2 SLP oder Stream kommt, weiß ich noch nicht. Es kommt, aber in welcher Form, kann ich jetzt nicht sagen. Frühlingsgewächse komplett. Netter Serienbonus. Und Freizeitutensilien komplett. Und die Bürste der Weisheit. Och komm, wegen dem einen Schatz jetzt. Wegen dem einen Schatz. Boah, 99%, der ist übel. Der ist übel, den nehme ich jetzt persönlich. Ochin gehört zu einer ziemlich seltenen Hunderasse. Weißt du, wo er geboren wurde? Seine Vorfahren lebten schon lange an der Seite der Shepard-Familie. Von welchem Planeten sie stammen, weiß ich jedoch nicht. Vertreter dieser Rasse eignen sich mit ihren Charakterzügen und Talenten jedenfalls perfekt als Rettungshunde. Sie können sehr gut Dinge transportieren, sind geschickt im Graben und können sogar bestimmte Gerüche identifizieren. Auch ihre Sehkraft ist überragend. Sie sind die perfekte Partner. Und mit ihrem flauschigen Fell sind sie einfach süß. Root M, danke für die Details. Du weißt also nicht, woher er stammt. Kann ich hier was abgeben? Immer noch nicht. Wobei, das mit 100% können wir am nächsten Tag abgeben. So, ich möchte gerne wieder zurück. Aufbrechen. Mir fehlt ein einziger Schatz. Den letzten Schatz werde ich auch noch kriegen.
So, diesmal hole ich hier alle raus. Weil ihr seid schnelle Gräber. Führ mich zu dem Schatz von Anubis. Nach da oben. Komme ich denn da oben hin? Ich glaube, das hier ist... Ja, hier schlägt es aus. Ach, warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß wie. Oder auch nicht. Aber hier schlägt er aus. Krabbelt meine gelben Pikmin. Der letzte Schatz. Boah, ich habe mich so... wäre ich früher auf die Idee gekommen. Warte, ein Pikmin fehlt. Ein Pikmin fehlt. Haben die dich allein gelassen? Oh. Warte. So, jetzt darfst du mithelfen. Okay. Wacke, 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 wacke. Ey, way. Yay. Gebiet auch zu 100% abgeschlossen. So, damit es nicht ganz umsonst war. Lup. Lup. Können wir hier noch die Game picken, mal kurz. Aufstocken. So. Drei Faulenzen rum. Wo seid ihr? Hier. So. Okay, dann hätten wir dieses Gebiet jetzt auch zu 100% abgeschlossen. Dann einmal wieder Tag beenden. Kann ich nicht einfach hier irgendwie zur Basis, weil Tag beenden ist blöd.